Andres und wir sind die Liste 35. Wir kämpfen für eine FU ohne Rassismus, Sexismus und Ausbeutung. In vielen Ländern gibt es kämpferische Studierendenbewegungen. Südafrika, Frankreich oder auch in der Türkei. Dort sind nach dem Putschversuch die Auswirkungen an den Universitäten sehr groß. Knapp 1600 Dekane und Rektorinnen wurden zum Rücktritt gezwungen. Das geht auch uns was an, denn unsere Zukunft ist der Internationalismus. Wir unterstützen unsere Nachbarinnen in Hüttenweg 43. Wir protestieren gemeinsam für die Schließung des Lagers, für bessere Wohnräume und für den Zugang zu freier Bildung für alle. Als Studierende haben wir den Arbeitskampf am Botanischen Garten unterstützt. Dort wollte die FU einsparen, Stellen auslagern und gewerkschaftliche Organisierung verhindern. Nach 40 Monaten Arbeitskampf haben die Kolleginnen es geschafft. Sie haben einen Tarifvertrag durchgesetzt gegen die Unileitung. Jetzt kämpfen die studentischen Beschäftigten für bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Sie brauchen unsere Solidarität. Für die Einheit von Arbeitenden und Studierenden. Doch wie bei anderen Wahlen auch, verändert ein Stimmzettel nichts. Wir brauchen eine Bewegung von Studierenden, die gegen den Kapitalismus und für eine Uni im Dienste der Arbeitenden und Studierenden kämpft. Wir wollen über Lehre und Forschung selbst bestimmen.